Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Ich habe einige Sachen für euch. Es gibt eine neue Ankündigung von Niantic. Die neuen Items im Shop habe ich mir mal angesehen. Und wie weit bin ich mit meiner Spezialforschung? Und habe ich ein Giratina? Ich habe auf jeden Fall gestern im Livestream ein Giratina gemacht. Solltet ihr unbedingt abchecken. Vorher möchte ich euch ein klitzekleines Video zeigen. Na Leute, habt ihr euch auch schon gefragt, was die Zahl 108 soll? Wir werden es euch erklären. Ich kann kein verflixtes, gruseliges Video machen, das ist scheiße. Ist diese Zahl 108 in Pokémon Go beim Halloween-Event 2018 ein Easter Egg oder einfach nur Zufall? Haben wir euch hinters Licht geführt oder ist es die Wahrheit? Sind wir hier bei X-Faktor? Ja, genau. Das ist mein Stil. Das ist meine Welt. Okay, Leute, jetzt geht's los. Ja, die Zahl 108 ist Tatsache eine Art Easter Egg in Pokémon Go 2018 beim Halloween-Event. Warum die Zahl 108 denn jetzt in oberster Front beim Halloween-Event steht, beziehungsweise bei der Spezialforschung von Krypok, ist ganz einfach. Krypok hat die Nummer, beziehungsweise die Dex-Nummer 108 im Sinnoh-Dex. Wow. Außerdem besteht es aus 108 Geistern. Falls ihr euch aber jetzt gerade fragt, warum man denn jetzt 1080 Sternstaub oder EP bekommt, Leute, lasst die letzte Null weg. Beim ersten Teil der Spezialforschung von Krypok, da kriegt man ja bekanntlich 10 Pokebälle, 1080 Sternstaub und 8 silberne Sananabären. Jetzt lasst einfach mal komplett den Sternstaub weg. Welche Zahl erhaltet ihr? Der einzige Grund, warum man beim letzten Teil bzw. beim dritten Teil der Krypok-Spezialforschung zweimal verschiedene Anzahlen von Krypok-Bonbons bekommt, Leute, muss ich das nochmal erklären? Deswegen ergeben alle Zahlen irgendwie im Zusammenhang der Spezialforschung die Nummer 108. So, ich gehe dann noch ein paar Geister fangen und fühle mich dann voll wie ein Ghostbuster. Also, werft den Ball nicht zu weit, euer Pokézone-Team, euer Tenmaru und bleibt sicher. Ciao! Danke, Tenmaru, der sorgt für Unruhe, aber sehr, sehr gut erklärt. Jetzt wissen wir endlich, was die 108 in der Spezialforschung eigentlich macht. Er hat übrigens sein Krypo schon gefangen und ich arbeite noch dran. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, dass ich den ersten Teil fast abgeschlossen habe. Und also ich habe die letzte Aufgabe, die ich erfüllen musste, erfüllt. Es ging um 108 Pokémon mit Beere fangen. Erst hat man gedacht, oh je, ist das viel, aber irgendwie war das dann doch schneller erledigt als gedacht. Also bevor ich gedacht hatte, oh Gott, das wird ja ewig dauern, war es dann schon erledigt. Kann man so sagen. Irgendwie, es hat richtig viel Spaß gemacht. Hut ab für Niantic, weil die Aufgabe ist klasse. Genau, die Spezialforschungen sind klasse und auch, dass man X-Raid-Einladung neuerdings teilen kann, ist richtig cool. Die besten Funktionen, die sie in diesem Jahr herausgebracht haben, muss ich sagen. Und richtig cool ist auch die Feldforschungsaufgabe Entwickel Schappet oder Zwielicht für ein Sonderbonbon. Ich habe gestern davon 5 Stück erledigt. Wahnsinn. Damit konnte ich Rayquaza jetzt noch einmal pushen. Und ich bin überrascht. Die Aufgabe scheint nicht besonders selten zu sein. Aber ja, irgendwann haben wir unsere Grenzen im Sinne von den ganzen Bonbons. Schappet und Zwielicht sind jetzt nicht die häufigsten Pokémon, die jetzt hier auftreten. Aber auch Pfiffchen und Hundoster sind nicht unbedingt extrem häufig. Ich weiß nicht, es ist sehr ausgewogen. Ich glaube, es gibt kein Pokémon bei diesem Halloween-Event, das mich zu extrem nervt, weil es zu häufig ist. Oder was haltet ihr davon? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich bin auf eure Meinung da sehr gespannt. Genau, der erste Teil von der Feldforschung, von der Spezialforschungsaufgabe habe ich fast erfüllt. Hier muss ich noch meine Belohnung abholen und danach hole ich mir die nächste Belohnung ab. Und dann gibt es 8 silberne Sananabären.
Richtig cool. Ich bin gespannt, weil bei der nächsten Feldforschungsdurchbruch dürfte es dann ein anderes Pokémon geben, das nicht Suicune heißt. Oder Suicune. Und da könnte ich eventuell die silbernen Sananabären. Nee. Da benutze ich definitiv keine silbernen Sananabären. Na, logisch nicht. Aber Giratina. Je nachdem, ja, ich werd sie wahrscheinlich auf Giratina dann schon einsetzen. Auf welches Pokémon denn sonst? Ah, auf jeden Fall nicht auf Granbull oder sowas. Oder auf Despota. Wozu? Ich habe meistens mehr als genug Bonbons, Bälle für Despota. Genau, hier ist der zweite Teil. Falls ihr das wissen wollt, falls ihr noch nicht so weit seid, der zweite Teil wird schwierig. Ich bin gespannt, wo ich die ganzen Pokestops herholen soll. Das sind die neuen Items im Shop. Die Hüte kosten leider Geld. Die drei T-Shirts kosten leider Geld. Dann gibt es noch den Rucksack und dann war es das schon. Ich finde es schade, dass es nicht wenigstens ein T-Shirt geschenkt bekommen. Blablabla. Genau. Dass es nicht ein T-Shirt umsonst gibt oder einen Hut. Wäre doch cool gewesen, oder was sagt ihr dazu? Schreibt mir das auch ruhig in die Kommentare. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ja, der aktuelle Stand von meiner jetzigen Spezialaufgabe werde ich euch nochmal einblenden. Und Niantic hat was angekündigt. Da möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, also Feuerriegel haben wir gewusst, ja? Also es wird beim nächsten C-Day Feuerriegel geben, am 10. November. Die Uhrzeit, darüber sprechen wir dann nochmal, wenn es dann soweit ist, weil wir haben bald Winterzeit. Das heißt, wir haben dann nicht mehr GMT plus 2, sondern eigentlich GMT plus 1. Und deswegen kann es sein, dass sich die Uhrzeit für den Community ändert. Obwohl das bisher jetzt irgendwie immer gepasst hat, dass es trotzdem von 11 bis 14 Uhr war, auch zur Winterzeit. Aber dann hätte das Niantic in ihrem Post anders schreiben müssen, Fragezeichen. Ich bin mir gerade auch jetzt an dieser Stelle etwas unsicher. Wir werden es dann sehen. Ich kann mich noch erinnern, als es wirklich nicht ganz klar war, bin ich tatsächlich um 10 Uhr zu einem Community Day und ja, man hat dann halt eine Stunde gewartet. Naja, egal. Auf jeden Fall bin ich hier, kommt jetzt hier der Status und ja, wie gesagt, Feuerriegel war klar, aber wir kriegen eine andere Boni als erwartet. Das ist sehr merkwürdig und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das finden soll. Genau, hier ist der aktuelle Status. 5 Unlicht-Pokémon gefangen und 33 Pokémon gefangen. Ja, die zwei Aufgaben werden sich bestimmt heute noch fügen oder erledigt. Die kriege ich bestimmt noch erledigt heute, aber die zweite Aufgabe wird schwierig. Ich weiß nämlich nicht, wo ich die gerade herbekommen soll, um die Aufgabe zu erfüllen. Genau, hier dann nochmal die Zeit, weil hier steht ja von 9 bis 12, GMT plus 0, das steht da immer. Aber wenn wir dann Winterzeit haben, also GMT plus 1, dann ist halt die Frage, ist es dann von 10 bis 13 Uhr oder nicht? Oder trotzdem von 11 bis 14 Uhr? Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Falls jemand das noch vom letzten Jahr weiß, darf er das gerne in die Kommentare schreiben. So, und natürlich kann man Feuerriegel fangen. Natürlich, also häufig Feuerriegel und natürlich dann auch als Shiny. 3-stündige Lockmodule. Und wenn ihr es entwickelt, bekommt es eine besondere Attacke. Bestimmt auch wieder eine Stunde danach. Das wäre richtig cool, weil dann könnte ich dann auch mal wieder ein Lucky tauschen. Weil ich habe nämlich ich habe noch kein einziges Lucky Feuerriegel. Und der Bonus. Zweifache Menge EP-Fang. Merkwürdig. War sonst immer dreifache Menge. Aber hier steht zweifache Menge Sternenstaub.
Normalerweise war das dann dreifacher Sternstaub, dafür aber keine EP-Bonus. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ganz ehrlich, also ich fand dreifache Menge, nur dieser eine Bonus, richtig geil und richtig cool. Und jetzt machen sie einfach beides doppelt. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finden will. Ich fand dreifache Menge so schön. Niantic, warum müsst ihr das jetzt ändern? Naja. Wir sehen weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir eine Rückmeldung da. Bis zum nächsten Mal.